Manche nennen mich das wandelnde Siedler 4 Lexikon, aber als Spiel, das keine offiziellen Updates mehr bekommt, ist die Menge an interessantem Inhalt irgendwann aufgebraucht. Fast alle Mechaniken sind erforscht und auch in Sachen Mods, wo ich unter anderem mit meinem Ultimate Balance Overhaul das nun akzeptierte Standard Balancing beigesteuert habe, ist weitgehend Stagnation eingetreten. Aber wer in den letzten Monaten aufmerksam war, weiß, dass ich an einem geistigen Nachfolger zu Siedler 3 und 4 beteiligt bin. Projekt HGLG. Anfang des Monats kehrte Projekt HGLG an seinen wahren Geburtsort, die Zocker Lounge Luxusladen, zurück, um mit dem Release des ersten Teasers offiziell getauft zu werden. Schauen wir uns den Teaser einmal an. Damit ist aus Projekt HGLG nun Colonia Prima geworden, was sich wahlweise als die erste Siedlung, Stadt oder Kolonie übersetzen lässt. An dieser Stelle verweise ich für die Zukunft auch schon auf den offiziellen Colonia Prima YouTube-Kanal, den ihr unbedingt abonnieren solltet, damit euch keine weiteren Enthüllungen entgehen. Mit Blick auf den Teaser möchte ich aber noch auf ein paar Details eingehen und ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben, gerade für die, die während des Livestreams zu LAN nicht dabei sein konnten. Die Brücke ist ein wichtiges Element des ersten Shots, aber in ihrer endgültigen Form kam sie erst in der vorletzten Version hinzu. Ich zeige mal kurz ein paar Versionen des Anfangs. Eine Frage, die in der Nachbesprechung aufkam, war, ob die verschiedenen Bäume bedeuten, dass es mehrere Holzsorten geben wird, so wie zum Beispiel Pioneers of Pagonia, in hartes Holz zum Bauen und weiches Holz für erste Waffen oder komplexere Gebäudeteile wie Zahnräder unterscheidet. Optisch unterschiedliche Baumarten sind nun nicht neu und es ist auch gut möglich, dass sich diese in manchen Eigenschaften unterscheiden könnten, zum Beispiel Wachstumsgeschwindigkeit und wie viel Holz aus ihnen gewonnen werden kann. Heraus kommt aber immer stets die gleiche Holzsorte, da ich eine Unterscheidung hier schlicht nicht für sinnvoll halte und die Bauindustrie bereits durch die Ergänzung von Lehm komplexer wird. In erster Linie sollte der Teaser eine schöne Szene für die Taufe des Spiels sein, aber zwei Dinge könnt ihr trotzdem mitnehmen: das Gebäude und den Siedler. Bei ersterem handelt es sich um den Holzfäller der Römer, erkennbar an dem Baumstumpf mit der Axt. Da Holzfäller, Förster, Sägewerk und Steinmetz die vier grundlegendsten Gebäude in allen richtigen Siedlertiteln sind, waren sie auch die ersten Gebäude, die entworfen und anhand derer diverse Stilfragen geklärt wurden. Die Bauanimation ist spezifisch für den Trailer und wurde mit jeder Version detaillierter, aber das Gebäude entspricht tatsächlich dem, wie es auch in-game aussehen soll. Die Römer sollen für ihre Gebäude Holzbretter, Steine und gebrannte Lehmziegel bevorzugen. Der Siedler wurde in frühen Versionen des Trailers noch durch Bienen vertreten. Hier handelt es sich um den römischen Bauarbeiter, erkennbar an seiner Weste in Spielerfarbe und dem Bauhelm. Dieser sah in früheren Entwürfen tatsächlich sehr nach einem modernen Bauhelm aus, das löste sich aber, als wir ihm seine neue Farbe gaben. Die Musterung behielten wir als Erkennungsmerkmal bei. Wir haben uns aber bewusst gegen einen Eisenhelm entschieden, da Eisenausrüstung tendenziell aus einer Schmiede kommen müsste. Kupfer oder Bronze ist aber implizit stets verfügbar. Zum Abschluss verliere ich noch ein paar Worte zur Musik. Was ihr hier hört, ist nicht der vollständige Track. Aber ich kann euch sagen, dass ich in die Vollversion sehr verliebt bin und ich hoffe, dass wir euch in der Richtung bald mehr präsentieren können. Seit der Ankündigung bei Maurice Weber im März hat sich ein Team voller großartiger und sehr talentierter Menschen in allen Abteilungen gebildet und ich kann nicht genug betonen, was es für ein Privileg ist, mit diesen Leuten arbeiten zu dürfen. Das Interview von der LAN wurde inzwischen auf dem Zocker Lounge Kanal hochgeladen. Sowohl Patrick als auch der Twitch-Chat haben mich ganz schön ausgefragt. Schaut also mal vorbei.